das grössige Stinkzübel hab. Einsteigen, bitte, bitte steigen ein. Wir fahren ab, wir fahren ein. Wir fahren. In der ersten Runde wie immer 6 Gebiete. Eine Frage pro Kandidat. Anfangen tut es wie immer mit Geschichte. Hey, schau dir die Leute mal an, wenn sie alt werden, so? Der Chef ist vermutlich eine alte Sau in deinen Augen. Hm? Das sei nicht. Das Zuschauertelefon wird Ihnen angekündigt, dass wir ein Thema aufgegriffen haben, das uns jemand von Ihnen am Telefon vorgeschlagen hat. Gemäss an einem vorzeitigen Ende der heutigen Telebühne. Ich glaube, ein letztes Wort möchte ich doch noch sagen. Gratulieren möchten wir auch allen Geburtstagskindern und allen denen, die sonst irgendetwas zu festen haben. Und falls Sie es noch nicht gemerkt haben, wir feiern auch nämlich die 100. Sendung. Und wenn Sie erst jetzt zugeschaltet haben, heißen wir Sie herzlich willkommen. Ja. Körper und Figur. Ja, schon lange kein reines weibliches Thema mehr. Auch da Ihre Tipps bitte. Wie körperbewusst sind Ihre Partner? Wenn Sie das jetzt vergleichen, heute und früher, was würden Sie sagen, hat sich am meisten für Sie geändert? Ja, was hat sich geändert? Ich meine, Sie haben es selber da ja natürlich gesehen. Nicht? Ich habe mich müssen beherrschen, nicht von Farben zu reden, denn es war nur schwarz-weiß. Das hat mir natürlich immer als Nachteil erschunden. Nicht? Ihr Häftling Bobby Sands liegt im Koma. Von offizieller Seite verlautet er allerdings nur: Freedom and Sunshine for Giorgio Bellini. Die Jugendlichen verbringen die Freizeit heute lieber auf der Gasse, in der Beiz oder in der Disco. Also alles Orte, wo es etwas kostet. Darum heisst das Thema der heutigen Sendung, Konsum ist wieder in. Um grauen Star, Linseimplantation und die Operation von der Einpflanzung dieser Linse geht es an zweiter Stelle heute Abend im Schirmbild. Es ist wunderbar. Hat der Aschbacher etwas Natürliches an?